Auf jeden Fall hatte meine Urgroßmutter, die Albertine, die hatte einen Rollstuhl und die hat immer ganz unten, die hat ganz unten gewohnt und ich habe sie unglaublich gern gehabt. Also ich weiß noch bis heute, dass sie so eine meiner liebsten Personen überhaupt war. Und ja, und dann war es so, dass ich eben oft auch unten war und meine Uroma hatte auch eine Pflegerin, das war die Margret. Und dann habe ich mit, und die Margret hatte einen Urenkel, der hieß Dennis und mit dem habe ich damals immer gespielt. Und ja, das war eigentlich eine echt tolle Zeit so und ich denke immer noch voll gerne dran zurück, weil ich, ja, es war einfach so schön und es war so eine, ja, Zeit der Ruhe, könnte man so sagen. Und ja, dann war es so, dass eben, dass wir, dass da, so habe ich immer meine Tage verbracht, Zeit mit Uroma verbringen, meine Zeit mit Opa und Oma verbringen, die ja dann einfach nur ein Stockwerk unter uns gewohnt haben. Und dann immer mal wieder zu meinem Papa und bei den anderen Großeltern Zeit verbringen. Und dann gingen halt so die Jahre ins Lande. Und irgendwann, wie es eben so ist mit Urgroßmüttern, ist meine Urgroßmutter leider verstorben. Ja, die ist dann friedlich einfach eingeschlafen. Da war, also sie war nicht ewig lang krank oder so, sie ist einfach friedlich eingeschlafen. Klar, man musste sie ein bisschen pflegen und alles, aber es war eigentlich wirklich ein ruhiger Tod. Und ja, dann habe ich damals, dann war ich dann auf meiner ersten Beerdigung und ja, ich vermisse heute noch. Sie war einfach echt toll. Naja, dann eben, dann irgendwann, als ich dann 7 geworden bin, bin ich eingeschult worden. Und zwar damals auf meiner totalen, also ich habe damals, eigentlich wäre ich in eine andere Schule gekommen, die näher dran wäre bei uns. Aber kurz bevor ich in die Schule eingeschult wurde, gab es da eine Geschichte und eine Prügelerei und überhaupt. Und dann wollte ich auf die Schule auf gar keinen Fall, weil ich mir gedacht habe, ah, das ist mir zu gefährlich. Im Nachhinein will ich doch lieber auf diese Schule gehen. Aber ich bin dann auf jeden Fall auf die Schule gegangen, wo ich dann eben auch im Kindergarten war. Und ja, ich dachte, wenn meine Kindergärtnerin so lieb ist, müssen die Lehrer auch lieb sein. Irrtum. Aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann in die erste Klasse gekommen bin und da hatte ich noch eine ultra nette Lehrerin und die war total lieb und voll, also so richtig nett. Aber ich war nicht gut in der Schule. Ich war von Anfang an nicht schulkompatibel. Und so ist es dann gekommen, dass ich die Klasse wiederholen musste. Und dann bin ich wieder in die erste Klasse gegangen und die Lehrerin, die war streng zu mir. Unglaublich streng. Aber ich muss sagen, durch sie habe ich dann am Ende lesen und schreiben gelernt. Aber mehr als das gute, flüssige und das Lesen, wie ich heutzutage lesen kann, habe ich dann eigentlich, um ehrlich zu sein, noch viel mehr dadurch gelernt, dass ich dann Pokémon entdeckt habe. Ich habe dann ein Pokémon eines Tages entdeckt und da gibt es ja immer nur diese Texte. Da wird es ja nicht vorgelesen. Und ich wollte ja trotzdem wissen, was die erzählen. Und deswegen habe ich das immer dann lesen müssen. Und ja, dadurch habe ich dann das Lesen gelernt. Durch Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und die ganzen Geschichten. Und ja. Und dann haben wir tatsächlich, als ich 8 Jahre alt war, haben wir dann endlich unseren ersten Fernseher bekommen. Ich habe, bis ich 8 war, gab es bei uns in diesem Haushalt keinen Fernseher. Und danach hing dann mein Vater und ich praktisch nur noch vom Fernseher. Im Nachhinein denke ich, dass meine Mutter den doch wieder, dass sie das bereut. Ja. Und dann war es so, dass ich dann eben, dann gab es eben gesundheitliche Probleme bei meiner Mom und sie musste ins Krankenhaus. Und das war dann wirklich eine schwere Zeit für mich und ja, das war bitter. Und ja, wie sage ich das? Also, es war einfach nicht leicht. Mein Pa und dann, aber mein Papa hat sein Bestes gegeben und hat wirklich Unglaubliches geleistet. Ich muss sagen, bis heute Hut ab dafür, was er da geleistet hat. Und ja, dann machen wir jetzt aber als nächstes einen sehr großen Zeitsprung, weil
unser Video jetzt offiziell vorbei ist. Und zwar gerade jetzt.